Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Grundlagen der Funktionalanalysis. Lang ist's her, seit den letzten Videos. Das lag daran, dass bis vor kurzem, also bis um genau zu sein, vor 6 Tagen Klausurenphase herrschte. Und ich dementsprechend zu nichts gekommen bin, außer für diese Klausuren zu arbeiten, beziehungsweise für eine mündliche Prüfung eine Klausur. Die andere ist krankheitsbedingt ausgefallen, die andere mündliche Prüfung. Das ist aber alles nicht so dramatisch. Jetzt geht es erstmal wieder strukturiert weiter. Ich habe jetzt ein bisschen Kapazität, um auch mal ein bisschen fortzuproduzieren, hoffe ich. Ich möchte aber wie immer nichts versprechen. Das ist ein so lange Work-in-Progress-Projekt. Ihr seid jetzt gewohnt. Ne? Also die, die es gucken, die sind Kummer gewohnt in dieser Hinsicht. Ich spiele aber mit dem Gedanken, einfach mal das vollständige Skript hochzuladen. Bis zu dem Punkt, wo ich es fertig habe. Es gab einige kleinere Änderungen nochmal. Ich kann das mal einmal ganz kurz an der Internetseite demonstrieren. Und zwar, wie man leicht sieht, erstmal ist alles schon wieder fürs neue Semester fertig gemacht. Und des Weiteren habe ich hier nach dem Prinzip hier nochmal einen vierten Teil eingefügt sozusagen. Und da geht es nochmal ein bisschen um Hilberträume. Liegt im Wesentlichen daran, dass für die fortgeschrittenen Konzepte, da kommt sowas wie ein dualer Operator vor. Und dieser duale Operator ist nur dann einfach, wenn man Adjungierte hat. Adjungierte hätte ich vorher nicht behandelt. Also habe ich einen Teil eingeschoben, wo das vorkommt, nämlich in Hilberträumen. Soll jetzt im Moment erstmal noch nicht ganz so wichtig sein, aber ist einfach nur schon mal, damit man weiß, wo die Reise hingeht. Der Rest der Struktur ist einigermaßen gleich geblieben. Von daher, ne? Was willst du machen? Was machen wir heute? Naja, das generelle Ziel ist halt Kapitel 12 fertig kriegen sozusagen. Und Kapitel 12 befasst sich eben mit dem Satz von Bär, so habe ich ihn genannt. Das ist der Einstieg in diese Welt der Prinzipien der Funktionalanalysis. Es wird an einigen Stellen ein bisschen schwurbelig. Wir führen einige neue Definitionen ein, wie wir Mengen charakterisieren. Und wir wollen im Prinzip mit dem Bärschen Kategoriensatz hinterher erreichen, dass wir Mengen in metrischen Räumen gewissermaßen kategorisieren können. Deswegen auch Kategoriensatz. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Da sind ein paar Beweise drin, die erfordern ein bisschen Fummelarbeit. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgebissen, aber das ist eigentlich alles relativ schön. Und danach geht es dann wirklich mit Prinzipien der Funktionalanalyse weiter, wie den Satz von der offenen Abbildung, den Satz vom abgeschlossenen Graphen und so weiter und so fort. Also dieses Standardrepertoire für die Funktionalanalyse sozusagen. Wir gucken uns jetzt mal ganz entspannt an, wie wir hier vorgehen. Ja, das ist Beginn von Teil 3. Ne? Teil 2 haben wir ja abgeschlossen mit der Betrachtung oder mit der Behandlung von Integraloperatoren. Differentialoperatoren, insbesondere hatten wir gesehen, warum Differentialoperatoren in den Begrifflichkeiten, wie wir sie bis jetzt hatten, wesentlich schwieriger zu untersuchen sind als Integraloperatoren. Das liegt daran, dass so ein Ding einfach mal schnell einen unbeschränkten Definitionsbereich haben kann, etc. Das haben wir im letzten Teil sozusagen gesehen. Jetzt beginnt der dritte Teil dieses Kurses sozusagen, und das sind Prinzipien der Funktionalanalysis. Den Namen habe auch wieder nicht ich mir ausgedacht, sondern das ist so ein feststehender Begriff, wenn man möchte, wenn man so möchte, der irgendwie in jeder Funktionalanalysis-Literatur vorkommt. Also ich habe im Wesentlichen 3 Literaturangaben, wie immer, dazu. Das eine ist natürlich das Buch, auf dem das Ganze hier aufgebaut ist. Das ist Caballo, da heißt es so. In Werner heißt es aber auch so, also in dem Funktionalanalysis-Buch von Werner. Und in dem von, jetzt fallen mir die Namen gerade nicht ein, Meise Vogt, da ist es auch so benannt. Also das ist irgendwie alles relativ gleichförmig. Ich glaube sogar in Alt ist es auch so. Bin ich mir aber gar nicht sicher, habe ich nämlich noch nicht reingeguckt, steht nur da oben. Na, ihr müsst euch das immer so vorstellen, ich nehme gerade auf und über mir stehen alle Bücher. Und deswegen kann ich gerade bequem mal einmal nachgucken. Nur das Caballo, das liegt hier neben mir, weil da muss ich eventuell mal nachgucken, wenn irgendwas nicht ganz koscher ist. So, Prinzipien der Funktionalanalysis. Die erste Frage, die sich stellt, was kriegen wir raus, wenn wir einen metrischen Raum nehmen und den vollständig machen? Vollständigkeit ist so eines der wichtigen Charakterisierungsmerkmale eines Raumes. Wenn das Ding vollständig ist, was folgt dann alles? Na, das ist eine der wichtigen Fragen sozusagen, und insbesondere interessieren wir uns natürlich dafür, wenn unser Raum nicht irgendwas ist, sondern metrisch. Metrisch ist immer schön, da können wir mit arbeiten, da haben wir eine Struktur. Erste Antworten, die darauf gegeben werden können, ist der Satz von Osgood, den werden wir gleich am Anfang machen. Das ist eine relativ nette Aussage, wo man nicht viel beweisen muss. Da werde ich auch nichts zu aufschreiben. Zumindest nicht für die Version, die wir hier haben. Na, es gibt eine viel, viel allgemeinere Version. Aber da brauchen wir uns erstmal nicht drum kümmern. Wen die interessiert, die befindet sich in meinem Skript zur Funktionentheorie 2. Das ist in der Webseite verlinkt auf sonstige Skripte.
Da gibt es eins zur Funktionentheorie 2 und da irgendwo in Kapitel 8 gibt es einen Satz von Osgood. Und der ist in einer sehr allgemeinen Form gehalten. Dann ist der Beweis auch wesentlich schwieriger. Dann kommt der Bärsche Kategoriensatz. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das das gleiche wie der Satz von Bär, oder habe ich das hier getrennt? Nee. Das ist der Satz von Bär. Das ist immer so ein bisschen die Frage, ne, welches Buch zieht man heran? Bärscher Kategoriensatz, Satz von Bär sind häufig äquivalent verwendet. Manche verwenden es ein bisschen anderes. Manche in der umgekehrten Reihenfolge sozusagen. Ne? Also das ist immer so ein bisschen schwammig. Ich sag euch dann gleich, was ich mit Bärschem Kategoriensatz meine und was der Satz von Bär in diesem Fall ist. Ich glaube, ich habe es äquivalent verwendet. Ich finde nämlich gerade zumindest im Skript nichts, wo es irgendwie uneinheitlich wäre. Ja, das ist schon mal ganz gut. So, der Satz von Osgood. Das ist quasi der erste Teil, den wir heute mal uns angucken wollen. In einer noch relativ gut greifbaren Fassung. Ne? Also wir nehmen uns eine Menge M. Und zwar soll diese Menge M in den stetigen Funktionen auf R arbeiten. Also M ist quasi Teilmenge von C von R. Und diese Menge soll quasi punktweise beschränkt sein. Ja, das heißt, wir hatten das, glaube ich, in 4.8 schon mal, also in Formel 4.8. Das muss ich jetzt nur mal kurz raussuchen. Das ist nämlich immer so ein bisschen friemelig, aber kriegen wir hin. Wie gesagt, das ist auch für mich eine Weile her, aber hier steht es nochmal. Ja, 4.8. Ja, also für jede Punkt sozusagen aus der Menge raus. Ja, also fn ist jetzt in unserem Fall eine punktweise beschränkte Folge von Funktionen auf a. Wenn wir das jetzt übertragen, dann haben wir halt für jedes Element, was wir reinstecken können, ist diese Folge, die wir daraus bekommen, beschränkt. Das ist halt punktweise beschränkt. Und so eine Menge haben wir jetzt hier. Also wenn ich eine Funktion aus der Menge rauspacke und irgendeinen Punkt reinstrecke in r, dann bleibt die Zahlenfolge, die dabei quasi rauskommt, die bleibt beschränkt. Das ist das, was hier hinter steckt. Und jetzt kommt eine Aussage, die ist auf den ersten Blick nicht ganz so klar. Oder die ist nicht, die fällt nicht besonders vom Himmel. Es gibt ein nicht leeres, offenes Intervall in den reellen Zahlen, auf dem m sogar gleichmäßig beschränkt ist. Und gleichmäßig beschränkt ist diese Forderung: Es gibt eine uniforme Schranke S in R, sodass für jedes x aus dem Intervall und für jede Funktion in unserer Menge der Betrag f von x durch das S beschränkt ist. Also das Wichtige ist halt eine Konstante für alle x und alle f. Das ist sozusagen wie bei gleichmäßiger und punktweiser Konvergenz. Beim einen hängt es noch von der Funktion ab, beim anderen nicht. Ja, genau. Ne? Also das ist im Wesentlichen alles. Bisschen was schreibe ich wahrscheinlich schon dazu auf, ne? Zum Beweis, weil es ist nicht viel, was man dazu machen muss, aber es ist ein bisschen was. So. Jetzt habe ich natürlich hier bunt wieder alle Szenen gemischt. Egal. Also, Beweis 12.5, genau. 12.1 wollte ich eigentlich sagen. Ja, was wollen wir im Prinzip zeigen? Wir wollen irgendwie angeben, dass es dieses i gibt. Ne? Und dazu nehmen wir uns für n aus n folgende Mengen raus. An nennen wir die. Das sollen einfach alle t aus den reellen Zahlen sein, sodass der Betrag f von t kleiner gleich n ist, und zwar für alle f in dieser Menge m. Also das heißt, das sind quasi all jene reellen Zahlen, die durch so ein vorgegebenes n beschränken, und zwar für alle f in m. Dann ist zum einen klar, weil die f ja stetige Funktionen sind, dass das hier abgeschlossene Mengen sind durch die Stetigkeit des Betrages, beziehungsweise durch die Stetigkeit der Metrik. Das heißt, diese an sind alle abgeschlossen. Und was andererseits klar ist, wenn ich das n beliebig groß mache, und das sind ja natürlich Zahlen, dann, achso, das sollte ich später zuschreiben, n in n, ne? Also das n beliebig groß machen, dann fange ich hiermit irgendwann mal alle reellen Zahlen auf, ne? Weil nur eine stetige Funktion hat nicht den Funktionswert unendlich, zumindest nicht in unserem Sinne im Moment, ne? Also gilt ferner die Vereinigung über n aus n, aller dieser ans, das ist schon ganz r, ne? Also wir fangen irgendwann mal jede Zahl ein. So, wenn aber die Vereinigung aller natürlichen Zahlen an der ganze Raum R ist, ja, dann muss mindestens eins existieren,
was nicht leer ist. Ne? Weil wenn ich nur leere Mengen quasi vereinige, dann knallt mir das Ding natürlich niemals ganz R voll. Ne? Das heißt, eines dieser ANs, ohne OBDA ist es auch das Ente, hat nicht leeres Inneres. Nicht leeres Inneres. Schöner Satz. So, und wenn es aber ein nicht leeres Inneres hat und es abgeschlossen ist, dann können wir einfach den Abschlussoperator drüber hauen. Dann heißt, wir gucken uns an AN innen. AN ist abgeschlossen, ist AN quer innen. Ja, und das ist nicht leer. Ja, das ist quasi das hier. Ja, und das wählen wir jetzt als I. Also das hier. Ja, zur Not lassen wir am Rand ein bisschen was weg, damit es offen wird. Aber da haben wir dann tatsächlich gleichmäßige Konvergenz und damit folgt das schon mal. Wie gesagt, in der Version ist das ein ziemlich simpler Beweis. Wenn man das jetzt allgemeiner macht, ist die Beweisidee das gleiche. Man definiert sich Mengen, zeigt, dass die ganz sind und dass es mindestens eins gibt, die nicht leeres Inneres hat. Da ist aber dann noch ein bisschen mehr Mengentheorie hinter. Aber eigentlich auch nichts Dramatisches. Gut, wenn wir das haben. Dann können wir weitergehen. Dann können wir schon ein bisschen interessantere Dinge machen. Wir wollen ja im Wesentlichen Mengen kategorisieren. Und dazu führen wir jetzt unsere passenden Begrifflichkeiten ein. Also wir brauchen einen begrifflichen Rahmen und das ist genau das, was jetzt kommt. Und zwar sind das die sogenannten Beer'schen Kategorien, deswegen auch Kategoriensatz. Wir nehmen uns jetzt Teilmengen eines metrischen Raums und definieren, wann die wie heißen sollen. Also M ist unser metrischer Raum. Dann heißt eine Menge A Teilmenge im Nirgends dicht, wenn das Innere des Abschlusses von A leer ist. Also erst abschließen, dann das Innere bilden und das muss leer sein, dann ist es nirgends dicht. Wenn ich jetzt eine abzählbare Vereinigung von solchen nirgends dichten Teilmengen habe, dann heißt diese abzählbare Vereinigung mager oder auch von erster Kategorie. Und alles andere, also nicht magere Teilmengen, heißen von zweiter Kategorie. Man findet in einigen Büchern auch den Begriff Vettermenge oder fette Menge statt von zweiter Kategorie. Ich persönlich verzichte darauf. Heißt aber auch nicht, dass ich jetzt nur sagen werde, die Mengen sind von erster Kategorie, sondern ich verwende in der Regel mager und von zweiter Kategorie. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat sich für mich aber ganz gut durchgesetzt, weil so kommt wenig Verwirrung auf. Weil mager kann man sich relativ prägnant merken und von zweiter Kategorie ist halt einfach alles andere. Fertig. Ne? Ist ein bisschen mein Faible, das kann aber jeder für sich machen. Es kommen aber halt in der Literatur halt jeder dieser Begrifflichkeiten mal vor. So, wir machen eine kleine Bemerkung. Wenn ich eine magere Menge habe und ich nehme davon eine Teilmenge, dann ist die natürlich auch wieder mager. Ne? Weil wenn schon die ganze Menge mager ist, also als abzählbare Vereinigung, dann ist die Teilmenge natürlich als abzählbare Vereinigung von weniger Menge schreibbar, also auch mager. Wenn ich jetzt magere Mengen wieder abzählbar vereinige, dann kommen ja nur abzählbar viele dazu. Das ist wieder abzählbar, also auch mager. Also das ist eine re relativ leicht einzusehende Bemerkung. Und jetzt wollen wir ein paar Beispiele machen, damit man so ein bisschen an diesen Begriff gewohnt wird oder gewöhnt wird. Wenn wir eine einpunktige Teilmenge haben, ne, dann ist die natürlich nirgends dicht. Weil wenn ich die abschließe, bleibt sie selber. Wenn ich dann das Innere nehme, fließt alles raus, weil es ist ja nur ein Punkt drin. In R wohlgemerkt natürlich. Das heißt, wenn ich abzählbare Teilmengen habe in R, dann sind die mager in R. So, Q ist eine abzählbare Menge, also ist Q mager. Ne? Hierbei können wir schon mal eine Verbindung ziehen. Wenn wir nur Q nehmen mit der Betragsmetrik, ist das ein nicht vollständiger Raum. Das ist entweder bekannt, weil sowas wie Wurzel 2 ja nicht in Q liegt, aber es Folgen in Q gibt, die dagegen konvergieren. Zum Beispiel auf Übungsblatt 1, was irgendwo im Netz schwebt, ist da eine Aufgabe zu, mittlerweile auch mit Lösung. Und eine interessante Querverbindung ist hier, Q ist mager und gleichzeitig eine Lebesgue-Nullmenge. Ne? Also das heißt, es gibt auch magere Nullmengen. Das ist auch nicht unbedingt sofort ersichtlich. Etwas abstrakter, nehmen wir uns einen normierten Raum X und da drin einen Unterraum V. Und wenn wir jetzt einen inneren Punkt in V haben, dann folgt aus der Tatsache, dass U Delta V0 in dem Raum X komplett in V ist, sofort V gleich X. So, das kann man sich am besten vorstellen. Das ist jetzt ein bisschen fummelig. Zumindest auf dem Papier ist das ein bisschen fummelig, ne? Aber wenn man sich das Bildchen malt, sieht man das relativ schnell. Zum Beispiel 12.4.
Wir nehmen ganz prototypisch hier irgendwo mal unseren Vektorraum V. Dann gibt es in dem Vektorraum V ja irgendwo das Nullelement. Ne, das muss drin liegen in so einem Vektorraum. So, und jetzt nehmen wir uns davon einen Unterraum. Wenn dann der Künstler noch zeichnen kann, ne, dann haben wir gewonnen. Und wir stellen uns einfach mal vor, dass dieser Punkt hier fett genug ist, um auch in dem Unterraum zu liegen. So, und jetzt sagen wir, V hat einen, also dieser Unterraum hat einen inneren Punkt. Sagen wir mal, das hier ist der innere Punkt, dieses V0. So, Definition des inneren Punkts heißt ja, es gibt eine Delta-Umgebung, die komplett in V liegt. So, und das geht aber nur, wenn V der gesamte Raum ist. Das ist sozusagen die informelle Anschauung. Jetzt ist natürlich so ein Untervektorraum nicht zwangsweise in der Ebene, sondern so eine Gerade. Wir können das jetzt natürlich in jeden beliebigen abstrakten Raum hieven und auch in jeden beliebigen höherdimensionalen Raum mit Hyperebenen zum Beispiel. Aber das ist das Bild, was man natürlich am schönsten zeichnen kann. Ne? So, das heißt, aus der Tatsache, dass wir nur einen einzelnen inneren Punkt haben, folgt schon, dass dieser Unterraum der ganze Raum sein muss. Wenn V also ein echter Unterraum ist, dann ist er nirgends dicht, weil dann hat er keine inneren Punkte. Ist eine schöne Anwendung, finde ich. Vor allen Dingen zieht es mal ganz nett diese Verbindung zur linearen Algebra, die ja immer mal wieder durchaus vorkommt. Jetzt sehen wir uns einen normierten Raum X und fixieren eine Basis. Wir wissen, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jeder weiß, also wenn das jetzt natürlich ein endlich dimensionaler Raum X ist, dann sollte jedem bewusst sein, dass das dann eine Basis hat. Es gibt allerdings auch den Satz, dass jeder Vektorraum eine Basis hat. Das heißt, wir machen hier eventuell Gebrauch einer algebraischen Basis, einer überabzählbaren Basis oder abzählbaren Basis, je nachdem. Wenn wir also so eine Basis eines normierten Raumes fixieren, dann sind die Unterräume, die aufgespannt werden durch die ersten n Basisvektoren, also diese Vn hier, diese Vn hier, das sind also einfach nur die linearen Hüllen oder die aufgespannten Unterräume von den ersten n Basisvektoren, die da drin stehen. Die sind dann natürlich nirgends dicht, weil es sind echte Unterräume. Und dann nach B müssen die nirgends dicht sein. Und das heißt, die Vereinigung aller dieser Vn ist auch wieder mager, weil wir magere Teilmengen vereinigen. Weil wir nirgends dichte Teilmengen vereinigen. Das heißt, wenn wir einen normierten Raum haben, ist der in sich selbst mager. Das ist eigentlich auch ganz charmant. Zumindest wenn man den über diese algebraische Basis darstellt. Gut, jetzt können wir quasi mit diesen eingeführten Kategorien oder mit diesen eingeführten Begrifflichkeiten mager, nirgends dicht und von zweiter Kategorie können wir den Bär'schen Kategoriensatz formulieren oder eben den Satz von Bär. Bei mir heißt der Satz von Bär. Und der sagt einfach aus, wenn wir eine offene Teilmenge haben in einem metrischen Raum, dann ist die von zweiter Kategorie. Das ist das Vieh hier. Na, also wir nehmen uns einen vollständigen metrischen Raum. Hier kommt die Vollständigkeit rein, sonst muss das nicht gelten. Und wenn wir einen vollständigen metrischen Raum haben, ist jede offene Teilmenge von M automatisch von zweiter Kategorie. So, und das müssen wir jetzt natürlich beweisen. Und das dauert jetzt auch wahrscheinlich den Rest des Videos. Danach kommt nicht mehr so viel. Also danach machen wir wahrscheinlich den Cut. Wo ist der Stift? Hallo? Ach da. Ja, wie gesagt, der Aufnehmende muss halt nur noch irgendwie den Sinn bei seinem haben. Also Beweis von Satz 12.5. Ist egal. Von Satz 12.5. Zacko. Also. Joa. Wir nehmen mal an, wir haben so eine Teilmenge d und wir nehmen mal an, die wäre mager. Ne, also d ist quasi, ich schaue das nochmal ganz kurz nach, weil ich habe hier natürlich wieder so eine Ultrakurzform mir aufgeschrieben, weil ich lerne ja auch nicht dazu bei sowas. Wäre ja auch zu schön. Haben wir aber sofort. Genau. Also, fangen wir mal so an, d Teilmenge x, m metrischer Raum,
sei D Teilmenge M offen. Also wir nehmen uns einfach mal eine offene Teilmenge raus und dann nehmen wir mal an, die wäre mager. Und das müssen wir irgendwie in einen Widerspruch führen. Also D ist mager. So. Mager ist ja nichts anderes, als wir können sie schreiben als Vereinigung nicht nirgends dichter Mengen. Das heißt, wenn wir sagen, D ist mager, dann können wir schreiben, D ist gleich die Vereinigung n gleich 1 bis unendlich über an. Und die an erfüllen eben diese nirgends Dichtheit-Eigenschaft. Das heißt, es gilt das hier für n aus n. Jetzt nehmen wir uns ein a aus d raus. Und weil d ja offen ist, gibt es ein r größer 0, sodass die abgeschlossene Umgebung ur von a oder manchmal eben auch br von a, je nachdem, ne, dass die komplett in d liegt. Das geht, weil das Ding ist ja offen. Ne, da finden wir zu a aus d immer so ein r größer 0. So, jetzt kommen wir quasi so ein bisschen rekursiv an die ganze Geschichte drangehen. Oder besser gesagt induktiv. Jetzt ist ja a1 innen A1 abgeschlossen innen leer. Ne, das ist aus dieser Eigenschaft für n aus n, jetzt speziell für n gleich 1. Das heißt, es muss hier drin einen Punkt geben, im Komplement einen Punkt geben, Entschuldigung, hier drin ist ja gerade gar keiner. Das heißt, es existiert ein A1 aus UR von A ohne A1 abgeschlossen. Das erstmal nichts erfüllen muss. Ne? Also es gibt so einen Punkt in dieser Menge. Und zwar folgendermaßen. Warum denn also? Was habe ich denn hier wieder geschrieben? Die eigene Schrift nicht lesen kann. Das heißt, es ist nichts anderes, wenn ich das anders beschreibe. Es gibt einen neuen Radius 0 kleiner gleich R1 oder kleiner als R1, wenn er 0 ist, ist egal letzten Endes. 0 kleiner R1 kleiner gleich R halbe. Und zwar derart, dass UR1 von A1 abgeschlossen, dass das komplett in UR von A drin liegt. So. Zum anderen muss dann noch gelten, oder das gilt auf jeden Fall, dass UR1 von A1 quer, also der Abschluss, geschnitten mit der Menge A1, der muss leer sein. Weil wäre er nicht leer, hätten wir hier oben ein Problem. Also so ist das Ganze gebastelt. Also wir fangen quasi an. Wir haben hier unsere Menge D. Da drin irgendwo ausgezeichnet einen Punkt A. Um diesen Punkt A so eine Kreisscheibe mit Radius R. Das ist sozusagen die Bedingung, die aus der Offenheit folgt. So, und jetzt wissen wir, okay, es gibt ein A1, was in UR von A ohne A1 quer liegt. Jetzt muss man natürlich wissen, wie das hier aufgestaffelt ist, sodass D sich wirklich als Vereinigung dieser AN schreiben lässt. Aber wir sagen einfach mal, das A1, das liegt hier. So, und jetzt gibt es dazu einen Index, der ist mindestens halb so groß wie das R2, wie das R. Also das heißt, wir sagen einfach mal, das liegt hier so drin. Liegt komplett in dem abgeschlossenen UR von A. Deswegen auch kleiner gleich R halber. Wenn es größer wird, dann ballern wir auf jeden Fall irgendwo dazwischen. Und das geschnitten mit A1 kann ich jetzt nicht visualisieren, weil wir wissen nicht, wie A1 liegt. Wir können uns einfach mal vorstellen, dass A1 quasi hier irgendwie so durchschneidet. Nur das hier wäre dann A1. Das mal eben so ganz skizzenhaft, das ist nicht vorbereitet. Das hier wäre dann A1, sodass man halt hier das A1 findet in UR von A, also in dieser Kreisscheibe, aber ohne Abschluss von A1, das wäre also in dieser Hälfte hier, so dass eben die abgeschlossene R1-Kugel um A1 noch komplett in UR von A drin liegt. Und gleichzeitig der Schnitt dieser beiden Mengen leer ist. Nur so könnte man sich das visualisieren. So, und der Gag ist jetzt, das funktioniert natürlich auch mit A2. Ne? Also, A2 ist ja auch nirgends dicht. So sind die Dinger ja definiert. Das heißt, wenn ich das abschließe und das Innere nehme, ist das wieder leer. Das heißt, es gibt einen Punkt A2. Der liegt dann iterativ oder induktiv in UR1 von A. 1. Plöpp. Ohne A2 quer.
Beziehungsweise wieder in der Schreibweise mit dem Radius. Es existiert 0 kleiner r2, jetzt kleiner gleich r1 halbe. Na, also jetzt gehen wir induktiv immer einen höher. So dass UR2 von A2 quer komplett in UR1 von A1 quer liegt. Und UR2 von A2 quer geschnitten, A2 leer. Also zum Beispiel, wenn wir das jetzt hier oben wieder drauf übertragen, könnte hier irgendwo noch ein A2 liegen und da drum so eine Kugel. Das ist jetzt in der Skizze natürlich nicht mehr besonders gut zu erkennen, aber so die grobe Idee. So, und das macht man jetzt induktiv. Ne? Ein R. Fahre so induktiv fort. Ja, was erhält man? Man erhält Radien. Ne? Und zwar 0 kleiner rn kleiner gleich r durch 2 hoch n. Ne, das ist relativ leicht nachzuvollziehen, weil wenn ich hier eben einmal vor, dass r1 kleiner gleich r halbe ist und r2 ist kleiner gleich r1 halbe, dann ist das Ganze natürlich kleiner gleich r durch 4, also r Viertel. Ne, und so ergeben sich dann hier diese Schachtelung. Also wir finden Radien, wir finden dazu abgeschlossene Umgebungen. Und zwar URN von AN abgeschlossen, die dann jeweils in der vorhergehenden, also URN-1 von AN-1 Umgebung enthalten, oh, das ist ein bisschen hoch, enthalten sind. Na, also die sowas erfüllen und gleichzeitig noch diese Schnitteigenschaft mit den ANs haben. Das heißt, für die gelten muss URN von AN quer geschnitten mit dem zugehörigen AN ist leer. Diese Dinger finden wir. Und was wir jetzt machen wollen, ist im Prinzip, wir wollen zeigen, dass diese Folge der AN eine Cauchy-Folge ist. Und das machen wir so ähnlich wie im Beweis des Banner'schen Fixpunktsatzes. Für diejenigen, die den noch nicht mal irgendwo bewiesen bekommen haben, ist das dann natürlich was Neues. Die anderen werden die Idee wiedererkennen. Was wissen wir auf jeden Fall, was jetzt gilt? Also es gilt nun. Der Abstand, wir sind ja in einem metrischen Raum, da haben wir eine Metrik drauf, also d von an zu an-1, der ist nach oben natürlich abgedeckelt durch rn-1, weil so sind die Mengen gerade konstruiert. Und das ist jetzt durch Einsetzen dieser Induktion, die wir da oben stehen haben, kleiner gleich r durch 2 hoch n-1. Und das ist nichts anderes als r mal 2 hoch minus n plus 1. Ne, für n größer gleich 2. Und jetzt wollen wir eben zeigen, dass diese an eine Cauchy-Folge sind. Das heißt, wir nehmen uns jetzt m und n, m größer n. Und jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Und zwar, was müssen wir machen? Wir müssen uns angucken, den Abstand von am zu an. Und wir wollen jetzt zeigen, dass der beliebig klein werden kann. Und dafür nutzen wir jetzt erstmal aus, dass das Ding ja hier eine Metrik ist. Das heißt, wir können sozusagen Punkte dazwischen schieben und die Dreiecksungleichung anwenden. So, das ist also kleiner gleich mit Dreiecksungleichung als die Distanz von am zu am minus 1 plus die Distanz von am minus 1, das ist ein Plus, zu am minus 2 plus, und das machen wir jetzt so weiter, so lange weiter, bis wir irgendwann ankommen bei plus die Distanz von an plus 1 bis an. Huiuiui, geht ja alles durcheinander. Das ist also erstmal nur Dreiecksungleichung und das können wir jetzt sozusagen als Summe schreiben, denn das ist nichts anderes als die Summe von k gleich n plus 1 bis m über diese jeweiligen Distanzen ak, ak minus 1. So, jetzt haben wir aber hierfür ja diese Schranke hergeleitet, beziehungsweise die ist nach Konstruktion der Mengen klar. Das heißt, das ist mit dieser Schranke kleiner gleich als die Summe k gleich n plus 1 bis m r mal 2 hoch minus k plus 1. Und jetzt ist eigentlich klar, wohin die Reise hingeht. Das müssen wir irgendwie in eine geometrische Summe oder eine geometrische Reihe pumpen. Dafür ziehen wir jetzt erstmal ein bisschen was raus, nämlich den Anteil, der hier oben sozusagen noch als Offset drin steckt und das r. Das können wir auch noch rausziehen. Das ist also erstmal nichts anderes als, warum kleiner gleich?
Ne, ich glaube, das ist sogar gleich. Ne? Wir gucken mal. 2r, ne, die 2 hier oben raus. 2 hoch 1, das r nach vorne. Mal Summe k gleich n plus 1 bis m über, was bleibt dann stehen? 2 hoch minus k, also 1 halb hoch k. Ne, da kann man gleich stehen. So, das ist erstmal so ein bisschen, damit es schon mal die Form hat, wenn man so möchte. Jetzt machen wir einen Index-Shift. Nur damit hier unten die k gleich 0 steht. Das ist soweit nichts Besonderes. Also das ist dann 2r mal Summe k gleich 0. Ja, dafür gehen wir ja n plus 1 runter. Also haben wir hier m minus n minus 1. Und dann haben wir hier drin stehen 1 halb hoch k plus n plus 1. Ne? Außen runter, innen hoch. Ganz normal. Und jetzt ist natürlich dieses n plus 1 hier, das ist ja nicht mehr von k abhängig. Das heißt, das können wir mit nach vorne ziehen. Das heißt, wir bekommen raus, das ist gleich 2r mal 1 halb hoch n plus 1 mal die Summe k gleich 0 bis ja, m minus n minus 1 und zwar über 1 halb hoch k. Und das bleibt dann sozusagen über. So, und jetzt machen wir was ganz Radikales sozusagen, wir schätzen das einfach nach oben ab, indem wir es hier bis unendlich laufen lassen. Ne, das ist eine endliche Grenze, da machen wir es höchstens größer, wenn wir noch Summanden dazu nehmen. Das heißt, das ist kleiner gleich als 2r mal 1 halb hoch n plus 1 mal die Summe von k gleich 0 bis unendlich über 1 halb hoch k. Und das ist jetzt genau die geometrische Reihe, die wir sozusagen suchen. Jo, da können wir einfach mal die geometrische Reihe für einsetzen. Das ist nämlich gerade 4r. Ne, Quatsch, einer übersprungen. Das ist 2r mal 1 halb hoch n plus 1 mal 1 durch 1 minus 1 halb. Also ist das nichts anderes als 4r, da kommt noch die 2 hier hinten rein, mal 1 halb hoch n plus 1. Und für festes r geht das gegen 0, wenn ich das n gegen unendlich schicke. Ja, und das heißt, diese Punkte an, die wir da finden, das ist tatsächlich eine Cauchy-Folge. Zack. So, jetzt ist M ja vollständig. Ja, also M ist vollständiger metrischer Raum. Das heißt, der Limes dieser Cauchy-Folge, also Limes n gegen unendlich an gleich a, existiert und ist, ups, falsch rum, ist ein Element in M. So, und das heißt, a liegt in der abgeschlossenen Umgebung URN von AN und zwar für alle n aus n. So, und das heißt aber, A liegt in der offenen Menge D ohne die Vereinigung n gleich 1 bis unendlich AN. Aber das hier ist ja ganz D. Ne, das heißt, das hier ist die leere Menge und das ist ein Widerspruch, ne, weil in der leeren Menge liegt nichts drin. Und das heißt, die Annahme, dass unsere Menge D, was haben wir angenommen? Dass die mager ist, ne? Wollen wir es? Ja, dass die mager ist, das muss halt falsch sein. Ne? Und daraus folgt, D ist von zweiter Kategorie. Und das ist genau das, was wir zeigen wollen. Gut, ich denke mal, damit haben wir auch genug für dieses erste Video. Im zweiten Teil kommt noch ein bisschen was Weiterführendes. Und ja, ich danke schon mal sehr fürs Zuschauen. Falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare oder Fehler findet, einfach unten in die Kommentare schreiben oder mir irgendwie eine Mail zukommen lassen. Ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und damit tschüss.